Hallo zusammen aus der Berstädter Kirche. Wir greifen gerne den Impuls von Was ist der Mensch auf zum Thema Trägt ein Pfarrer, eine Pfarrerin noch Talar, ja oder nein? Ich möchte euch heute mal zeigen, was in meinen Berufsjahren so an Entwicklung gewesen ist. Hier seht ihr zuerst das klassische Modell. Schwarzer Talar, Geschichte zum Lehrrock und so weiter könnt ihr nochmal bei Was ist der Mensch auf Instagram nachlesen. Toller Post. Also klassischer Talar in Schwarz und das sogenannte weiße Wäffchen, das früher eigentlich nur als Bartschutz galt, aber dann, je nachdem wie geschlossen oder offen es ist, auch anzeigt, auf welches sogenannte Bekenntnis man sich hat ordinieren lassen. Bei mir, es ist ganz offen und das heißt, ich bin lutherisch ordiniert, also auf die lutherischen Bekenntnisschriften. Mehr dazu vielleicht mal in einem anderen Post. Also ich war am Anfang ganz glücklich, auch wenn man neu ins Amt startet, mit so einem Kleid ausgestattet zu sein, weil es doch irgendwie auch schützt und klar macht, dass man auch mit einer anderen Größe unterwegs ist. Aber irgendwann hatte ich tatsächlich so meine Probleme mit dem Lehrrock und auch dem Schwarz. Dann kam meine erste kleine Veränderung hinzu mit dieser Form von Wäffchen. Das habe ich dann am Anfang schon in meinem Vikariat immer bei den Taufen getragen. Und dann, eine ganze Weile später, habe ich eine altkirchliche Tradition wiederentdeckt, die mir am Anfang immer das Wort »Du bist ja katholisch« eingebracht hat. Und das ist die sogenannte Weiße Albe. Aber bevor die kam, kam ich nach Berstadt. Und dort hatten wir nur zwei sogenannte Altarparamentfarben. Und leider kein Geld, uns andere zu kaufen. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und mit einer Konfigruppe neue Paramente gemacht. Leider oder Gott sei Dank auch Farben, die es so normalerweise in der Kirche nicht gibt. Eine klassische Farbe seht ihr hier in Lila, aber bei uns gibt es seit der Zeit auch eins in Blau. Und, wie ihr seht, auch das ist zur Taufe gedacht. Ganz tolle Konfis und Kirchenvorsteher haben dann für mich passend zu diesen Altarbehängen, die die Kirchenjahreszeit anzeigen, die passenden Stolen gemacht. So nennt man diese bunten Schals. Silke bringt mir gerade eine blaue. Wie gesagt, unsere Amtstragsverordnung sieht eigentlich diese Farbe nicht vor und trotzdem ist sie einfach wunderschön. Eine ganz normale Farbe, nämlich die rote Farbe, habe ich auch bekommen. Die zeige ich euch jetzt mal an der Silke. Die trägt man zu hohen Festtagen. Zum Beispiel zu Pfingsten, wie ihr seht. Denn hier sieht man die Taube und das Licht. Oder auch bei Konfirmationen oder am Reformationstag. Ja, bis heute trage ich auch diese hier, auch eine Farbe, die es sogar als Altarbehang gibt. Das ist die schwarze Stola, die ich auch mit dem schwarzen Talar bis heute noch bei Beerdigungen trage. Aber viel lieber mag ich diese altkirchliche Tradition, die leider in unserer hessischen Amtstrachtsverordnung gar nicht vorgesehen ist. Es erinnert an das alte Büssers- oder Täufergewand. Und auch darauf kann man wieder eine Stola tragen, was einem häufig dieses Du bist ja katholisch einbringt. Ja, und jetzt ganz neu, in dieser Corona-Zeit haben wir ja viele Andachten gefeiert. Und da habe ich gemerkt, dass es ganz schön ist, wenn man auch mit dem Team zusammen erkennbar ist. Und deswegen trage ich in dieser Zeit gerne unseren Pulli vom Kirche Anders Team, der immer auch zeigt, zu welcher Gruppe man gehört. Ja, und seit dem besonderen Karnevalsgottesdienst ist meine neue Lieblingsstola auch eine, die nicht legal ist, aber sehr schön. Ja, es ist eine weiß gefärbte, mit rosa dann besehende Einhornstola. Und wer jetzt meint, das ist überhaupt nicht im Sinne einer kirchlichen Amtstracht, das ist vielleicht ein bisschen richtig, deswegen ist sie auch eine Faschingsstola, aber
Wer nachgucken mag, es gibt das Einhorn in der Bibel tatsächlich ein einziges Mal und es verweist auf Jesus Christus. Von daher bleibt diese Stola tatsächlich jetzt erstmal meine Lieblingsstola. So viel aus Bärstadt zum Thema, was tragen Pfarrer und Pfarrerinnen heute? Die Bermuda kommt dann vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss!